Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enlisted. Wir sind wieder zurück in Tunesien auf der Seite der Alliierten und spielen auf meiner Lieblingskarte, Höhlendorf. Hey, beste Karte in Enlisted. Cory, Grüße gehen raus. Siehst du, ich spiele wieder Höhlendorf. Ja. Schaut gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Ich verlinke ihn euch in der Videobeschreibung. Dort dreht sich alles rund um Enlisted. Und da könnt ihr alles Mögliche sehen über Tipps und Tricks, gutes Gameplay. Alles, was das Herz begehrt, was das Thema Enlisted angeht. Schaut da gerne mal vorbei. So. Spielen wir meine Lieblingskarte. Die beste Karte in Enlisted, Höhlendorf. Aber immerhin spielen wir keine Konfrontation. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Ich hasse diese Karte. Aber was willst du machen? Das Leben ist hart. So, hier komm mal rein, du Funkermann. Nicht sofort sterben, warte mal, hier ist es immer so. Warum kann ich hier keine Bomber holen? Ah, falsches Squad, verdammt. Das ist ja der andere Squad. Das ist ja gar kein Funker-Squad hier, okay. Verstehe. Du gehörst nicht zu uns. Der rennt doch nicht alle raus, besiegt den. Moment, der gehört nicht zu uns. Geh weg. Tür zu. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Junge, 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 was wollen die alle hier? Und wo... Interessant. Okay. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob meine Artillerie was gebracht hat, verdammt. Ja, super, alle schon wieder down. Ach. Kannst du nicht mal in Ruhe auf Panzer schießen? Über den Squad. Der Auto auf Order oder was? Hä? Eigentlich wollte ich den Fahrer erwischen. Er ist nicht out of order. In einer meiner ersten Schlachten hier auf dieser Karte, als ich im Oktober angefangen habe mit Enlisted, bin ich mit dem Panzer Fullspeed langgefahren. Mit dem AW41, also Fullspeed, ne? Ihr wisst, ist ja nicht so schnell. Und ich wusste nicht, dass da so ein riesen Loch vor mir war und bin erstmal direkt reingefallen. Alter, hier wimmelt es ja gerade vom Panzer. Und ich habe keinen Sprengstoff. Alter. Geht mir nicht alle auf die Klötze heute. Okay, wir spielen jetzt den Daimler. Mit dem Daimler durch die Wüste. Na komm. Na immerhin, das hat schon mal geklappt. Das ist schon mal ein Anfang. Das Ding ist auch brachial schnell. Mit 18 km/h pesen wir durch die Wüste. Also so die Fahrzeugauswahl gerade so am Anfang der Kampagne ist ja sowieso nicht gerade die beste hier in Tunesien, ne? Auf beiden Seiten nicht. Hiernach kommt dann der M1 Grand. Das Ding ist jetzt kein Panzer, wo ich jetzt sagen muss, so, hey, cool, den wollte ich schon immer mal haben. Also immer, wenn ich den irgendwo im Warzone oder anderen Spiel hatte, dann war der immer so, er war halt einfach da, aber hier
dürfte er deutlich besser sein als diese Möhre hier. Und bei den Italienern ist dann ab Stufe 18 der Panzerjäger, dessen Namen ich leider gerade nicht weiß. Der ist auch potthässlich. Sieht aus wie eine Stuck auf Wish bestellt. Und ich hoffe nicht, dass er viel schlechter ist als die, das andere, was die Italiener da anbieten. Danach wird es ein bisschen besser. Danach kommt zumindest bei den Alliierten... Nee, Quatsch, gar nicht bei den... Bei der Achse da kommt zumindest, glaube ich, der Panzer 3. Oder Panzer 4. Nagelt mich da nicht fest. Ja, genau. Wie viel Schuss hält denn der Dude aus? Das ist das einzig Brauchbare an diesem Panzer hier, finde ich. Das Maschinengewehr. Und wir bleiben hier kurz stehen, hoffen, dass mich jetzt keiner belästigt. Ich würde dem mal gerne voll eine reindrücken. Oh nein, warum ist der Fels jetzt im Weg? Jetzt weiß ich nicht, wo er herauskommt. Ist der abgedreht? Schade. Ich hätte so gerne eine reingedrückt. Jetzt haben wir uns ein bisschen festgefahren hier. Weil er es nicht mehr schafft, durch diese kleine Mauer durchzukommen. Weil er einfach keine Masse hat und keine Geschwindigkeit. Wieder zurückfahren und wieder vorsetzen. Wenden in drei Zügen. Gelernt in der Fahrschule. Na komm. Guten Tag. Wenigstens haben wir etwas mal getroffen. Schließlich läuft das gerade hier nicht so gut. So, jetzt kann ich mit dem Panzer natürlich wieder nichts großartig anfangen, weil ich da nicht cappen kann. Also auch nicht großartig, also Fahrzeuge sowieso ja Feuerunterstützung hat, ne? Und wieder drehen. Ist das ein Panzer? Nein. Wäre das jetzt hier ein T-34, hätte da keiner mehr gestanden. Moment, der sah aus, als wäre der nicht zu uns. Wo ist denn der Kollege hier? Da war doch gerade einer, der nicht zu uns gehörte. Ach, ich habe die falsche Munition, oder? Sehe ich gerade. Okay, das könnte es erklären. Aber trotzdem ist der Splash-Schaden der Granaten nicht so hoch. Gut, das Kaliber ist auch ein deutlich kleineres, das darf man jetzt natürlich auch nicht vergessen. T-34 hat ein deutlich größeres Kaliber. Wagt es nicht, mir zu nahe zu kommen. Fass mich nicht an. Ich hing gerade fest, interessant. Ah. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass hier schon besetzt ist. Oh, Magazin ist leer. Da noch jemand. Okay, von wo kam denn die Sprengladung? Ich habe niemanden bei ihm gesehen. Wild.
Einmal haben wir ein paar abgefrühstückt. Ach komm, das Ding ging voll ins Gesicht. Kann das sein, dass das Besa-Maschinengewehr nicht mehr so effektiv ist, wie es mal war? Ich meine, mir ist jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich dem Gegner ins Gesicht geschossen habe und der einfach weiterläuft. Hat der den platt gefahren? Oh ne, schöner Sprengstoff. Hört auf damit! Kann das sein, dass wir einen blinden Passagier auf uns drauf haben? Es klingt zumindest so. Na, ob wir da diesen Berg hochkommen? Ich würde mich gerne mit diesen Panzerdetten anlegen. Habe aber Angst, dass... Entschuldigung? Kannst du bitte aber aufhören, meine Optik rumzutrampeln? Ich komme da den Berg nicht hoch. Ist ja cool. Er ist runtergerutscht. Ah, sehr geil. Das war jetzt eigentlich nicht so der Plan, aber egal, super. Das war gut. Ich glaube, es ist immer noch einer auf uns drauf. Boah, nee, kann ja gar nicht, ne? Die KI macht das ja nicht. In zweimal dann, das hätte nicht funktioniert. Ich immer so Tappeln noch drauf höre. Na egal. Hätte er Sprengstoff, hätte er uns schon längst gesprengt, falls einer auf uns drauf sitzen würde. Ach komm. Er ist halt auch etwas, warum ich diese Karte so liebe. Du hast überall Sachen, die dir im Weg rumliegen. Und die ist wunderbar gemacht für Panzer, diese Karte. Deswegen liebe ich diese Karte. Das ist die beste Karte in Enlisted. Es gibt keine bessere. Wenn du jetzt ja nicht hochkommst, kriege ich echt einen Anfall, ey. Minus 1 km/h. Das funktioniert so nicht. Okay, dann kommt er da auch nicht hoch, ne? Oh, Alter, wieder in 3 Zügen. Und dann kannst du aus dieser Möhre nicht mal oben aus der Kommandantenluke rausgucken, weil das Ding keine Kommandantenluke hat. Aber egal, wir cruisen mit einem Daimler durch die Wüste. Das ganze Gefecht geht an uns vorbei, weil wir nur durch den King fahren. Wilde Sache. Es geschehen ja wilde Dinge in diesem Spiel. Schon wieder mit Sachen nach mir. Okay, die ganze uns. Oh, Herr Kollege, Sie schon wieder. Da der gerade auf mich, also meine Richtung geschossen hat, gehe ich davon aus, wir hätten wieder so einen blinden Passagier auf uns. Oder hinter uns zumindest. Wir sind sehr begehrt hier. Oh, da! Der gehört nicht zu uns. Ich glaube, unser MK hat ihn nicht gesehen. Also unser Crusader. So. Das mögen AB-41s nicht, wenn man ihn dahin schießt. AB-41 hassen diesen Trick. Oh, da ist noch ein Spiel. Nein, nicht mein Panzer kaputt schießen. Komm, dreh dich. Nicht so weit. Ein Stückchen zurück. Ach. Daimlers hassen diesen Trick.
Aber wir können jetzt Bomber rufen. Gucken, ob wir damit mal was treffen. Da ich beim letzten Mal jetzt nicht... Nee, warte, das ist das falsche Spiel. Das ist bei War Thunder 5. Da ich ja nicht weiß, ob ich jetzt beim ersten Bomber der Morgen was getroffen hatte. Das muss ich mir im Replay mal angucken. Generell weiß ich jetzt gar nicht so, ob ich jetzt eigentlich gerade gut bin in der Tabelle oder nicht. Kann ich eigentlich gerade nicht so einschätzen. Diesem Trupp fehlt auf jeden Fall noch ein Panzerjäger, merke ich gerade. Kannst du da hoch? Ja, ihr wartet mal da. Nicht wieder irgendwo da vorne zum Feind. Ich will mal gucken, ob wir hier... Ah, früher... Ach, wollte ich sagen, früher ging das mal. Er schubst den da oben runter. Ey, cool, die KI ist ja hier hochgekommen. Ist ja mal ganz was Neues. Warum ist der jetzt kaputt gegangen? Egal. Okay. Ich bin durch mein eigenes Bombardement draufgegangen und habe nichts getroffen außer einer einzigen anderen Person. Beeindruckt. Na, immerhin kann ich jetzt nicht mehr behaupten, dass ich nichts getroffen habe. Ich habe halt nur den falschen getroffen. Entschuldigung, wollte nicht schubsen. Das ist immer so eine Sache. Willst du da reinspringen? Stirbst du, und wenn du daneben springst? Bin ich richtig runtergesprungen und trotzdem tot. Hört auf da drüben! Kannst du mich hier auf die Kante springen? Und dann ist nämlich der Fallschaden nicht mehr da. Das ist die beste Karte. Kann die KI jetzt mittlerweile? Ah, okay, cool. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das mal gefixt hatten, dass die KI Schwierigkeiten hatte mit etwas schwierigem Terrain wie Felsen und Wasser und sowas. Hat ja jetzt hier in dem Moment gut funktioniert. Schön, freut mich. Weil sonst konntest du die immer irgendwo auf dem Felsen wieder suchen, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten. Ich muss hier weg. Ich verliere den Kampf. Man kommt hier alles voll mit denen. Vielleicht treffen wir. Ja. Okay. Okay, dann fahren wir aber gleich hier außen lang, wenn das geht. Ist ja der richtige Weg jetzt noch. Hier, dann die Straße, okay. Ford fährt Daimler.
Aha. Wenn das der Harrison wüsste. Ich dachte, die Mühle bleibt jetzt in den Blättern hängen. In den Brettern, nicht Blättern. Ich müsste das ein bisschen entschuldigen, es ist schon relativ spät jetzt, wo ich gerade aufnehme und es war ein langer Arbeitstag. Und der verlief nicht so überragend, deswegen ist man da schon ziemlich ausgebrannt. Die gehört zu mir. Die wird aber verdammt schnell. Ich hätte ja ehrlich gesagt gerne nochmal so einen feindlichen Panzer aus Korn genommen mit dem. Oh, da ist ja einer. Wahrscheinlich nimmt der mich hier sofort aus Korn. Mach nicht den Panzer kaputt! Ich wollte ihn anketten. Ist mir egal, dass Besatzung draußen ist. Ich will den Frack. Ich will die Vernichtung dieses Panzers. Aber ich rutsche immer wieder runter. Im Winkel wird das nichts. Warte, ich habe da gerade so ein. Weg ist er. Jemand hat ihn verscheucht. Ich verlor trotzdem den Abschuss dafür. Na also. Das ja von denen. Ach, dieser Lüftungsschacht ist im Weg. Das, wenn das Ding stabil hätte, das wäre echt super. Immer dieses Hin- und Her-Geschwanke. Als wäre ich auf dem Boot. Habe ich denn einen Schuss in den Motor bekommen? Hä? Da waren noch gerade welche. Hinterm Fass gehockt. Das Fass war kugelsicher. Guck an. Sachen gibt's hier. Wer kennt's denn nicht? Die guten alten Kevlar-Fässer. Ach komm, seht ihr, das meine ich. Der hat so viel Kugeln gerade gefressen und das hat ihn nicht gejuckt. Das hat Bobcat jetzt schon gejuckt. Das war's zum Spielen. Verdammt. Ah, verdammt. Ja, ich habe schlecht geschossen auf jeden Fall. Oh, ist ja schon vorbei. Ich bin jetzt echt gespannt, weil ich das wirklich jetzt nicht einschätzen konnte, wie gut oder wie schlecht ich dementsprechend war. Aber 15.000 Punkte, das ist schon mal nicht verkehrt. Platz 3. Okay, 3.000 Punkte. Ja, Pester Panzerpilot. Okay. Oh, 5.000 Punkte hat der gemacht. Der hatte fast... Wie hat er das denn gemacht? Er hatte nur 29 Abschüsse. Dafür aber 9 Fahrzeuge bzw. Flugzeuge. Okay. Cool. Dann wird er wahrscheinlich sehr viel... Ach, das ist der, der meine Bombe abgeschossen hat, ne? Ja, okay, das ergibt Sinn, weil... Die bringen sehr viele Punkte. 350, glaube ich, für einen, ne?
kann das sein? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, genau, 350 für einen. Ja, und wenn er da eine Bombe abschießt, dann hast du auf jeden Fall Fun. Ja, cool. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei seid. Also bis dahin, macht es gut. Ciao.